So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms. Es geht direkt weiter. Und ich denke, ich werde bald eine weitere Fraktion Let's Playen in Total War Three Kingdoms. Ich muss sagen, ich hätte tatsächlich Bock auf das Han-Kaiserreich. Ich meine, man kann die Han spielen als Fraktion. Ist aber sicherlich eine sehr, sehr schwierige Fraktion, wenn man ja von allen Seiten bedrängt wird. Müssen wir uns mal anschauen. Auch Dong Zhuo wäre ganz interessant. Liu Bei möchte ich weniger spielen. Ich würde ja gerne mal eine Fraktion der Gegenseite spielen, die ja ein Unterstützer von Dong Zhuo selber oder eine der Rebellenfraktionen, der Räuberfraktion im Norden aus den Bergen. So, Lady Bian ist gestorben, da gibt es einen Nachfolger. Charakter geht. Ja gut, ich habe mir bis jetzt nicht jedes Mal die Zufriedenheit angeschaut. Aber wer den Hof hier verlässt, der wird seine Gründe haben. Der wird seine Gründe haben. Da muss ein Titel ran. So, der Fraktionsrat. Plus 10 öffentliche Ordnung, das brauche ich mittlerweile auch nicht mehr. Vasallen, Erbe wird an euren Hof gebracht. Ah, ich glaube, der wird einfach nur, also es ist einfach nur das Ereignis. Das heißt so, dass der in den Hof kommt, aber der wird, ich bekomme den ja nicht als Charakter an dem Hof, ne? Ich nehme hier, glaube ich, jetzt mal die erhöhte Reichweite und die erhöhte Munition. Das kann nicht schaden. Und bei dem Reform geht es jetzt hier auf zu den kaiserlichen Schwertkämpfern. Wir erforschen Amt für Kunst und Handwerk. Wer den ganzen Tag mit seinen Händen arbeitet, sollte respektiert und belohnt werden. Industrie. Gut, das brauchen wir nicht. Nehmen wir die Verwaltungskanzlei. So, freundlich als Eigenschaft, bescheiden. Oh, minus 15% Unterhalt des Gefolges. Das ist eine sehr tolle Eigenschaft. Wu Min Weng. Und wohltätig. Wir könnten aber tatsächlich innerhalb seiner Fraktion den Bürgerkrieg beginnen. Wäre eigentlich mal. Das wäre ganz interessant, glaube ich, wenn wir das machen. Aber das würde halt wieder China ins Chaos stürzen, ne? Und so einer bin ich eigentlich nicht. So einer bin ich nicht. Sehr schön, wir konnten jetzt hier erstmal verstärken. Oder? Nee. Hä? Die Anzeige ist ein bisschen verbuggt. Hier werden 17 Einheiten angezeigt, es sind aber 137. Großteil der Garnison ist wiederhergestellt. Zusammenrücken! So, hier lassen wir erstmal die Armee von Tao Ying vorrücken. So, dann lege ich hier den Hinterhalt. Obwohl, das war jetzt nicht so schlau. Oh, das war jetzt wirklich nicht so schlau. Da kann nämlich erreicht werden. So, dann schützen wir ihn. Schicke ich ihn in die Stadt. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Ah, und der ist endlich an Land gegangen. Das wurde auch mal Zeit. Zurück auf Ausgangsposition. Marschieren. Für China. So. Und den greifen wir jetzt an. Ausgangsstellung. Unmöglich. Und tschüss. Ja. Ja.
Recht lässt sich nicht leugnen. Vereint sie mit ihrer Sippe. Die sind weg. Meine Geduld hat Grenzen. Dann geht's jetzt weiter nach Norden. China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriegsherren. Immer vorwärts. Unterhalt. Auf der Lauer. So, da braucht es auch noch ein bisschen Verstärkungsrate. Auf der Lauer. Also ich setze auf alle Fälle sehr, sehr viele Hinterhalte. Ne? Das kann man machen, muss man nicht machen. So, das ist mein Ziel. Hinaus und weiter. Wir müssen erst einmal ruhen. Gibt's Spione? Ja, den setzen wir dort ein. Ich denke mal, die Millionen werden wir in diesem ganzen Let's Play auch noch erreichen. Was haben wir eigentlich für Ausgaben mittlerweile? 42.000 Militärausgaben. 9.000 für Gehalt, 5.000 Gebäudeunterhalt. Ja, das sind gute Relationen, fast. Taoyin greift Königreich Xuan an. Ich werde da tatsächlich nicht beitreten, das ist mir tatsächlich ziemlich egal. Ui, der Hinterhalt ist gescheitert. Ja, trotzdem automatisch. Und ich verstärke. Befreit die Gefangenen! Das ist auch ein bisschen das Problem mit der KI in Three Kingdoms. Also die haben wahrscheinlich weitaus mehr Potenzial, Truppen zu rekrutieren. Oder die Wirtschaft ist einfach zu schlecht. Also ich denke, im Gefecht hat die KI schon ordentliche Moralvorteile. Aber sie spielt halt einfach nicht gut im Gefecht. Und in der Kampagne hat sie zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt. Also keine so hohen Bonis. In Warhammer 2 ist es ja so, dass die KI damit unter... Ja, na gut, sie cheatet halt, ja. Aber das muss sie auch. Die KI muss cheaten, um gegen Menschen... gegen den menschlichen Spieler eine Chance zu haben. Wenn ich weiter so viele Gebäude baue, dann wird das noch eine Weile dauern, bis ich die Million geknackt habe. Immer aufwärts. Rücken vor! Nun warten wir. Zum Ruhm! Drei Armeen hintereinander weg im Hinterhalt. Das ist schon dreist. Möge der Wunsch die Leidenschaft lenken. So, die sind auch voll. Falle wird gestellt. Alle im Hinterhalt. Ja, warum nicht? Die Wintersorgen schmelzen dahin. Schlagt sie nieder! Feiern wir unseren verdienten Sieg! Da haben wir die schöne Koryphäe erhalten. Lauf zurück zu euren Herren! Einen Eunuchen. Ja, dann nehmen wir mal. Seht das als Begnadigung.
Und wieder in die Wälder. Auf der Lauer. So. Da lege ich mal einen Hinterhalt. Auf der Lauer. So, die Frage, schaffen wir das, die Stadt zu erobern? Mit beiden Armeen? Durch Unterwerfung. Die sind beschädigt. Bleibt standhaft! Wir können was. Zurück auf Ausgangsposition! Also hier werden wir schon mal als Überlegen angezeigt. Für den Sieg! Und wenn wir hier jetzt Überlegen angezeigt werden, dann... Schlagt als Einheit zu! Wir haben gar keine Belagerungswaffen. Huch. Bleibt wachsam! Ich will die Stadt ja direkt erobern, nicht direkt warten. Direkt nach vorn! Für Gerechtigkeit! Zieht ihr euch mal zurück. Zurückfallen! Überall breitet sich Ordnung aus. Muss die Armee dort angreifen. Schlagt sie nieder! So, und die schafft das mit der hohen Verluste. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Sehr gut, das hätten wir. Gibt noch ein schönes Buch. Ein entschlossener Verstand zögert nie. Meine Klinge ist bereit. Was war das für ein Buch? Ein Strategien der Kriegstaten. Eine Richtung. Wir gehen als Einheit. Seid bereit zuzuschlagen. So. Es geht voran. Es geht voran. Da ist ein Hinterhalt gescheitert. Gut, da sind wieder stärkere Truppen dabei. Ritter des Himmels, G-Armbrustvorreiter, adlige Kavallerie, nördliche Speerveteranen und eine sehr gute Einheit. Kostet auch nicht so viel Unterhalt. Nördliche G-Infanterie-Veteranen. Und hier ist Ma Chao, ziemlich guter Held. Zhang Ling und Hu Zhu, das sind alles legendäre Streiter. Ich denke, da kommen wir nicht drum herum. Das werden wir wohl spielen müssen. Ja, warum soll ich dem Gefecht aus dem Weg gehen? Aber der Feind muss einen Fluss überqueren. Oh ja. Das sind Reisfelder, würde ich mal sagen. Haltet euch bereit! So. Wir haben sogar brennende Geschosse. Praktisch. Armbrüste bereit machen! Bolzen einlegen! Achtung! Bereit machen! Armbrüste bereit halten! Aufpassen! Bereit! Achtung, Krieger! So, die Asuraren kommen in die erste Reihe. Bereit machen! Die können auch brennende Geschosse aktivieren. Sieht einfach besser aus, wie ich finde. Achtung! Antritt! Nachladen, Drachen! So. Inzwischen kommen die kaiserlichen Torwachen. Ja, die Seelenmiliz müssen wir noch auswechseln. Die hat wirklich ausgedient mittlerweile. Auch wenn die sind auch nur Level 2, Level 3. Also, die sind wirklich. Die dürfte es eigentlich nicht mehr geben. So, sie kommt hier dazu. Die Helden werden ein Stück verteilt. Ah, der macht sogar Flächenschaden. Das ist gut. Achtung, Krieger! Schwertkämpfer! Haltet euch bereit!
Los. Bereit machen. Geht's. Schneller. Schnell ausrücken. Kavallerie, aufsteigen. Euer General braucht Hilfe. Beeilt euch. Wurde gerade einmal von einem Pfeil getroffen. Sieht man den Pfeil eigentlich, wenn der da drin steht? Schnell ausrücken. Nee. Lauft, lauft! Im Eiltempo! Schneller! Spürt meine Klinge! Es mangelt euch an Ehre! Tötet sie! Lauft! Beeilt euch, Angriff. Bewegung! Lasst euren Zorn aus! Damit die Fähigkeit, die kühlt immer wieder ab. Okay, zurück zur Armee. Da ist irgendeiner wahrscheinlich eher. Ja, erhöhte Abkühlzeit von Fähigkeiten. Dadurch kann man die nicht einsetzen. Ihr seid schwach. Hört ihr jemals auf zu reden? Sie haben unsere Männer gesehen. Wie sehen die euch aus? Noch relativ schwer gepanzert, ne? Ah, die sehen schon toll aus, diese Säbelveteranen. Vor allem finde ich die Nachtkämpfer cool mit den Laternen. Die tragen ja immer diese Laternen mit sich. Dadurch entsteht echt so eine richtig coole Atmosphäre. Also ich muss sagen, ich bin ja in anderen Teilen nicht so Freund von Nachtschlachten, aber in Three Kingdoms kommt da richtig Leben in die Bude. Und auch richtig Farbe. So, ich werde eher auf die Infanterie schießen als auf die Kavallerie. Hört mal bitte eure Munition auf. Das ist Verschwendung. Das finde ich tatsächlich. Das ist Verschwendung. Vor allem, weil wir halt nicht viel Schaden machen. Und auf die Distanz sind die halt super ungenau. Da warten wir mal lieber ein bisschen. So, jetzt kommt er nämlich. Langsam. So, dann können wir jetzt da reinschießen. Macht weiter! Ihr schafft das! Konzentriert euch lieber auf den Feind, ja? Oh ja, das wird richtig Schaden machen. 83 Kills. Naja, schön hier reinschießen. Wenn die in diese Massen an Truppen reinschießen, dann sind die richtig effektiv, die Armbrüste. Und er muss über den Fluss drüber und da wird er halt auch nochmal langsamer. Die feindlichen Krieger rennen. Ha! Infanterie wird beim Überqueren Schwierigkeiten haben, während sich Kavallerie weniger schwer tut. So, wir haben noch genug Munition, also. Achtung, Krieger! Alles gut. Bereit machen! Im Laufschritt! Bewegung! Bereit machen! Bewegung los! Achtung, Krieger! Achtung, Krieger! Schießt mal bitte auf die Armbrüste jetzt dort. Auf, sie regnen. Es ist soweit. Ihre Einheit flieht. Feiglinge. Ja, der wird gar nicht den Fluss überqueren. Der wird nicht ankommen rechtzeitig. Schnell ausrücken. Lasst euren Zorn aus. Oh,
holen wir mal die Kamera immer dazu. Dann kann ich den diese unnachgiebige Erde hier noch dazu holen. Angriffsresistenz 1900%. So. Und wir aktivieren das Ganze mal schön. Jetzt haben die hier 112 Nahkampfabwehr. Hinterher. Den Männern fehlt Munition. Sie können. Und hier halten wir jetzt erstmal die Furt. Den Männern fehlt Munition. Sie können nicht feuern. Es ist soweit. Achtung, bereit. Achtung, Krieger. Die halten sich ziemlich wacker hier, muss ich sagen, die nördlichen Speerwerfer waren. Ja, aber das war's. Schnell ausrücken. Bolzen. Antreten. Bolzen einlegen. Kommt noch Munition. Einen Schritt näher am Sieg. Bereit! Im Eilmarsch! Aufgepasst! Ja, Respekt an diese Veteranen hier. Wir haben wacker gekämpft. Nur noch 80 Mann da. Boah. Bereit machen! Wappnet euch! Ich hoffe, wir sind jetzt mal fertig. Die müssen jetzt auch mal fliehen. Also wie lange die sich hier halten? Wir haben sogar noch Nahkämpfer im Kampf hier. Seht, wie sie rennen. Sehr gut, endlich. Dann gleich weiter auf die Nahkämpfer. Und die Infanterie bleibt hier. Dass es eine gute Idee ist, ihn anzugreifen. Wappnet euch! Unsere Männer wurden entdeckt! Weil der hat eine viel bessere Waffe als wir. Aufgepasst! Ja! Bereit! Bewegung los! Lauf! Bereit machen! Bewegung! So. So. Bereit machen! Marschiert schnell! Schnell aufrücken! Haltet euch bereit! Nicht nachlassen! Wappnet euch! Schön schießen! Genau. Hat jetzt auch diese besondere Armbrust drin. 30er Feuerrate. Achtung, Krieger! Der Phönix erhebt sich! Es ist soweit! Kavallerie! Es ist soweit! Im Eiltempo! Bereit machen! Achtung! Aufpassen! Und wir haben gewonnen. Haltet euch bereit! Angriff! Oder? Ja, Sieg. Bereit! Boah, die Kavallerie hat ein bisschen gelitten. Die Armbrustschützen 400 Kills, 265 Kills. Da sieht man auch mal die Klasse.
zwischen den Einheiten. Trotzdem im direkten Kampf. Also natürlich der Vorteil an den Armbrustschützen-Veteranen, also an den kaiserlichen, ist halt, dass die so viel mehr Munition haben. 3-4 Mal so viel Munition oder 5-mal oder 6-mal. Die Munition ist das Entscheidende. Aber wenn man die trotzdem, wenn man jetzt eine mittelschwere Armbrustschützeneinheit gegen eine kaiserliche Armbrustschützeneinheit schicken würde, die würden trotzdem gewinnen, die drei. Aber dadurch, dass man halt limitiert ist auf eine bestimmte Anzahl an Truppen in einem Gefolge, ist es dann schon wieder, sind die dann schon wieder besser, natürlich. Aber man muss es sich halt auch leisten können. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Sie haben genug gelitten. So, was mache ich jetzt mit euch? Der Integrität. Und wir müssen ja anfangen. Von den Wurzeln bis zum Himmel. So. Pflichtbewusst. Glaubwürdig. So, ja, was machen wir mit euch? Also, da sollte ich hier vielleicht doch nochmal für ein, zwei Ründchen. Von mir aus, ja, ein paar Truppen können wir hier aufstellen. Haben wir nicht noch, also wir haben doch garantiert irgendjemanden mit Söldnern. Dann sollten wir die Söldner auch dazu holen. Die Söldner kriegt man halt direkt bei voller Stärke. Oh, er hat sogar Kataphrakte. Ich meine, wir hatten mal jemanden mit Söldnern. Die Wahrheit ist eine Der Eroberer kehrt zurück! Wer ruft mich? Wer vorsichtig ist, ist schlau. So. Stoßt entschlossen zu und trefft genau. Rührt euch! Wir haben sie überlistet. Wir sind keine Barbaren. Und tschüss. Ich rede mit meinen Beratern. So, dann können die jetzt... Ja, hinaus morgen. Und weiter! Ausgangsstellung, vorwärts! Steter Tropfen hüllt den Stein. Überwältigt sie! An die Waffen! Wir holen uns die anderen Truppen dazu. Wir müssen jetzt hier nichts riskieren. Damit lassen sich die Verluste schon reduzieren. Ein Missverständnis. Angriff. Jetzt sind es so 100 Mann, die wir verlieren. Der Sieg wurde durch Planung gesichert. So, das steht. Ja. Angriff! Lass das Festmahl beginnen. Gucken, ob wir jemanden gefangen nehmen können. Okay. Befreit die Gefangenen! Gehorcht eurem Instinkt. Dafür wurdet ihr ausgebildet! Aber wir können die Siedlung erobern. Auch nett. Die Ordnung wurde wiederhergestellt. Sehr benetzt.
dem Marsch. Marschieren. Besetzt, besetzt, besetzt. Zurück auf Ausgangsposition. Rührt euch. Da brauche ich noch ein bisschen Verstärkung. So, wie sieht es eigentlich mit dem Tribut aktuell aus? Was für ein Tribut bekommen wir denn? Wir bekommen 8600 durch den Tribut starten. Die lasse ich mir schmecken. Ja, hier muss ich nicht rüberziehen. Da kümmert sich mein Vasall schon drum. Geht's meine hier Klinge ist bereit. Oh. Oh, ein Hinterhalt. Okay, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Da sind wir mal in den Hinterhalt reingetappt. Ja, den müssen wir nächstes Mal auf alle Fälle spielen. Wird natürlich schwer, mit zu vielen Fancampern das zu gewinnen. Ich bedanke mich jedenfalls für euer Interesse. Aus der Situation werde ich mich schon irgendwie rausmanövrieren. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.